Willkommen zurück, YouTube. Und weiter. Katastrophe, die vor langer Zeit geschah und wieder geschehen wird. Irgendwann weit in der Zukunft, Vero. Dann müssen wir uns darum nicht sorgen. Sieh, vielleicht ist unser Werk vollbracht. Wäre das so schlecht? Wir haben das Arsenal aufgestockt, als du weg warst. Ah, und jetzt ist es üblich, Besucher mit Kanonenkugeln zu empfangen? Bitte verzeih. Sie stehen erst seit ein paar Tagen. Meine Männer sind im Umgang noch nicht geübt. Pferde sind jetzt aber anscheinend häufiger im Einsatz. In der Bruderschaft. Na, wohin willst du denn, Onkelchen? Sag keinen Ton. Oh, man darf jetzt mit Pferden rein. Willkommen zurück, Ezio. Ezio! Da, das ist Ezio! Lasst mich sehen! Und so! Salve Mario! Schön, nach Hause zu kommen. Wurde die Straßenverkehrsordnung wohl geändert? Nur dank dir. Gut. Bruder! Claudia. Schön, hier zu sein. Wie geht's, Mutter? Ganz gut. Ich hörte, dass du kommst, aber ich wollte es mit eigenen Augen sehen. Die Contessa von Forli will dich sprechen. Ich wusste nicht, dass du so berühmt bist. Katharina? Hier? Es ist also vorbei? Ist der Spanier wirklich tot? Versammelt am Abend alle in Marios Büro. Dort erkläre ich euch alles. Sei gewappnet, Ezio. Sie werden viele Fragen stellen. Claudia, sag der Contessa, ich freue mich, sie heute Abend zu sehen. Ach, du Schlingel, du. Uff. Gut. Da sind jetzt aber plötzlich viele Menschen aufgetaucht. Na gut. Juhu. Ich wette, die sind irgendwo da oben. In dieser Stadt sind doch alles Mem. Eine Armee sollte mir helfen, aber nicht einer. Oh. Ach du Schande. Gut. Die Kiste ist schwer. Er wird doch jemanden verletzen, wenn er so weitermacht. Katzo. Es ist doch jedes Mal, dass er... Frau. Braucht ihr Hilfe? Salve. So viele Blumen. Euer Mann muss sehr glücklich sein. Ich bin die Glückliche. Ihr seid hier, um mir zu helfen. Mal sehen, was ich tun kann. Vorhin habe ich wohl einen falschen Eindruck vermittelt. Oh? Ich habe keinen Mann. Die Blumen sind für ein Fest. Bin ich eingeladen? Zu Claudia Auditores Geburtstagsfeier in der Villa? Falls ihr mir helfen wollt, ich brauche jemanden mit Klasse, der mich begleitet. Warum glaubt ihr, ich hätte Klasse? Das habe ich gleich gesehen. Niemand hier hat ein solches Auftreten. Selbst Ezio Auditore wäre sicher von euch beeindruckt. Oh, was wisst ihr über Ezio? Claudia hält große Stücke auf ihn, aber er besucht sie kaum. Er ist wohl etwas distanziert. Sie hat recht, das war ich. Oh nein. Ihr? Das Fest sollte eine Überraschung sein. Bitte sagt es nicht, Claudia. Was bekomme ich für mein Schweigen? Da wird Wenn mir Sie gewiss wüsste, etwas da hast einfallen. Du recht. Ihr habt noch Bedenkzeit, bis wir da sind. Na, wann sind wir da? Na, gut. Und jetzt zu meinem Schweigegeld. Ich habe schon eine Idee. Unter einer Bedingung. Egal was. Ihr müsstet bis morgen warten. Wenn ihr darauf besteht, an mir soll es nicht liegen.
Das Warten wird sich lohnen, Ezio. Glaubt mir. Checkpoint erreicht. Okay. So, gut. Haben wir sicher noch eine leichte Aufgabe. Gut, das Rennen funktioniert immer noch so, wie gewohnt. Ah, direkt am Ausgang. Halt, da bist du ja schon, Kamerad. Buongiorno. Ezio, Mario wird mich umbringen. Ich habe sein Lieblingspferd verloren. Seid unbesorgt. Ich hole es zurück. Gott segne euch, Ezio. Marios Pferd einholen. Ah. Was ist B.A.? Ah, Duki! Ich krieg dich schon noch, du Gaul. Geschafft. Ach so, du bist Binkos AFK. Aha. Grazie, Ezio. Ich kann nicht mehr mit den Pferden mithalten. Versprecht mir, dass ihr eure Gesundheit genießt. Verbringt nicht so viel Zeit im Krieg wie euer Onkel Mario. Meine Schlachten wurden bereits gewonnen. Na, umso besser. Arrivederci, Ezio. Ja. Nicht, dass er dich jetzt hier so als... Na gut. Lass mal das Thema jetzt. Mal gucken. Ist das jetzt draußen? Da oben. Okay, gut. Sehen mich da. Ah, da gibt es eine Möglichkeit. Hinaufzukommen. Oha. Hast da Gulchen, hast du das etwa jetzt gerade gemacht? Willst du hier nicht hoch? Uff, na, was so rumgeht. Eieiei. Rosenduft, ne? Bei Frank kommt doch eh noch Rosenduft und Glitzer. Ja, das habe ich auch gehört. So, das sind die neuen Kanonen. Ja, Signor Ezio. Darf ich mal? Ja, aber... Na los, sag's ihm! Sie scheinen nicht richtig zu funktionieren und der Idiot, der sie montierte, ist verschwunden. Dann liegt es an mir, ihn zu finden. Wir wollen eure Zeit nicht vergeuden. Das ist kein Problem. Ich habe alle Zeit der Welt. Den Ingenieur finden. Scheint, ist er irgendwo hier. Uff. Salve, Messer. Ihr müsst die Kanonen auf dem Wall reparieren. Lasst mich in Ruhe.
Ich repariere niemals vor dem Mittag. Wisst ihr, wie spät es ist? Ich mache Kanonen, keine Uhren. Wenn ihr nicht wollt, repariert sie ein anderer. Uno momento. Niemand fasst meine Kanonen an. Soldaten haben keinen Respekt vor der Artillerie. Sie halten Feuerwaffen für Magie. Doch man braucht Du hast die Comments gefunden. Muss sie ein bisschen ermutigen. Derzeit haben wir nur einfache Kanonen hier. Aber ich habe einen Entwurf aus Francia. Eine Handkanone. Man nennt es ein eisernes Handrohr. Stellt euch vor, Phantom Bot, eine das Kanone war mal ein erster Hand Bot. Und ich wollte damals so ein Rangsystem haben. Was irgendwie halt so ein bisschen so leicht ballermäßig rüberkommt. Und da hat ihm halt diese Ringe eingefallen. Was habt ihr getan? Sie benutzt. Sie sind nicht bereit zum Feuern. Ihr hättet uns alle töten können. Lasst mal sehen. Sein Atem ist tödlicher als unsere Kanonen. Nur wenn ihr beiden Narren damit schießt. Hier, versucht es. Die Kanone zu Sucht euch ein Ziel und prüft die Ausrichtung. Was ist das? Da sieht man es so, okay. Yuppie. Das geht ja richtig leicht. Tja. Tja, das sind halt so die Dinge des Lebens, die man besser nicht erwähnt. Und Bagin. Nehmen wir noch den da drüben. Ein Stickel und Perfetto. Wenigstens einer hier weiß, wie man schießt. Nun zu der anderen. Okay. Ich muss gehen. Danke für eure Hilfe. Wenn ihr morgen Kanonen hört, keine Sorge. Wir üben bei Tagesanbruch. Tja. Schade, dass es euch nichts bringen wird. Sehr lustig. Nun repariert die zweite Kanone. Wo muss ich jetzt hin? Ist das auch noch so? Ah, irgendwo dahin. Gut. Ah, da. Eine Leiter. Na, wer sagt's denn? Na, du steckst aber etwas merkwürdig runter. Naja, gut. Okay. Und zacki. Jupp, und bumm. Ab nach Hause. Bis gleich, Gulchen. Ui, nein. Komm runter. Runter. So. Hey, kein Grund überzuschnappen. Idiot! Du passt doch auf! Was hat das zu bedeuten? Mein Gott, bist du umfangreich. Klopf, klopf, halt. Klopf, klopf. Buongiorno, Ezio. Caterina.
Was verschafft mir das Vergnügen deines Besuches? Ich brauche einen Verbündeten. Die päpstlichen Armeen marschieren weiter gen Forli. Deine Söldner wären von großem Wert für meine Sache. Ich kann dir wohl geben, was du brauchst. Doch reden wir später. Mutter. Machiavelli. Es ist getan. Aber wohl nicht so, wie wir es erwartet hatten. Ich betrage Vatikano und Vatikano. Thank you, Synchronicity. For hosting. Zusammen mit Stab und Apfel konnte ich die Gruft öffnen. Dort sprach ein bewegtes Bild der Göttin Minerva zu mir. Sie sprach von einer Tragödie, die den Menschen in Zukunft zustoßen wird. Versprach aber Hoffnung durch verlorene Tempel, die den Menschen helfen. Und dann sprach sie mit einem Phantom, Desmond, als wäre er dort. Stünde neben mir. Nach dieser Warnung verschwand sie. Erstaunlich. Unvorstellbar, welch Wunder! Die Gruft enthielt nicht die befürchtete Wunderwaffe. Eine gute Nachricht. Und diese Göttin, diese Minerva? War sie menschlich? Ja, doch die Worte zeigen das Gegenteil. Ihre gesamte Art starb vor vielen Jahren. Ich wünschte, ich könnte euch ihre Magie zeigen. Wer ist Desmond und wo sind diese Tempel, die Minerva erwähnte? Ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir danach suchen. Sag mir, wie Borgia sein Ende fand. Winselte Rodrigo um Gnade? Fand er Ausreden? Bot er euch Macht an? Nein, nichts dergleichen. Interessant. Es überrascht mich, dass er die Fassung bewahrte. Ich ließ ihn leben. Der Spanier lebt? Wenn unsere Feinde tot sind, können wir über Gruften, Götter und alte Orte reden. Hättet ihr ihn nur getötet, das werden wir noch bereuen. Ich bin nicht hier, um mich zu rechtfertigen. Gemeinsam müssen wir die Zukunft planen. Nein, ich muss umgehend nach Roma. Ezio, ich weiß nicht, warum du ihn verschont hast, aber ich traue deinem Urteil. Machiavelli wird sich beruhigen. So. Und nun? Hier oben ist nichts. Oder hier unten. Also muss ich wohl da rauf. Jo. Okay. Halleluja. Die haben sich noch ganz doll lieb, Bullchen. Siehst du, ist das schon Schluss. Möchtest du nochmal? Das musst du nicht fragen.
Es sollte einem Mann immer freistehen zu wählen. Was war das? Das sind doch bestimmt nur Übungen. Ich muss Mario finden und die Truppen sammeln. Meine Männer sind im Hof. Ich werde sie umgehen und ihnen in die Flanke fallen. Pass auf dich auf. Wie konnten wir das übersehen? Sie müssen sich nachts im Osten gesammelt haben. Wir müssen sie aufhalten. Gute Nacht, Reggie. Schlaf schön. Benutze die Kanonen über den Wall. Ich werde einen Frontalangriff führen. Habt ihr ihn? Ich habe ihn sicher. Die Borgia dürfen die Mauern nicht durchbrechen, bis alle in Sicherheit sind. Insieme per la vittoria. Insieme. Onkel, sei achtsam. Bin ich. Aua, das ist auch mal Niemand will versorgen! Nicht schlecht. Tötet sie alle!
Feuer vom Nierlein. Okay. Der Papst erzählte mir alles von euch und eurer kleinen Bruderschaft. Und davon! Gebt mir die Büchse von seinem Freund. Es gab zu viel Blutvergießen. Ich glaube, eine Aussprache ist angebracht. So nehmt dies als Einladung von meiner Familie an eure. Mal sehen, wie das jetzt ausgeht. Basta! Ich kann gehen. Vorsicht! Da kommen sie! Zieht euch alle in die Villa zurück! So kann ich nicht kämpfen. Steht mir bei! Aber bis zum nächsten Mal, YouTube.